So, zählt auch absolut zu meiner Bucketlist auf jeden Fall einmal durch so ein fremdes Alien-Raumschiff zu streifen, ohne Waffen, nur hiermit bewaffnet. Und einfach nur so hier so einen Schlüpperanzug an. Wunderbar. Irgendwie. Da hätte ich Bock drauf. Das wäre geil. Nicht. Geh nicht ins Licht. Ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Schalten Sie das Notsignal ab. Okay. Ja, stimmt ja, richtig, irgendwie. Die Nostromo hat ja ein Notsignal aufgefangen, tatsächlich. Deswegen sind die erst überhaupt auf diesen Planeten gekommen. Und that's it. Das schalten wir jetzt hier ab. Oh, so ein Ding. Einfach, fast einfach irgendwo rin. Also, leuchten eh in Scheiß, Alter. So, schön. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber das Signal sendet nicht. Das ist kaputt gemacht. Das ist einfach kaputt gemacht. Bin schon auf dem Weg. So, dann laufen wir doch mal hier in diesen Rachen zurück. So, da fragt man sich doch, wie lange ist die letzte Tetanus-Impfung her? Aber ich muss auch halt wirklich sagen, irgendwie ein Spiel für 2014, die Grafik ist einfach mal Porno. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Sie ist einfach geil. Wir spielen übrigens auf Ultra. Und es ist einfach geil. Hab's ziemlich alles von Alien angeguckt. Filme, Comics, Bücher, Pen-and-Paper-Rollenspiele, Videospiele, etc. Sehr geil. Mein erstes Alien-Spiel, Dave, war tatsächlich auf der Mega Drive. Sehr cool, Alien 3. Ich hab sie liebt. War wirklich cool. Tatsächlich, finde ich, sind die anderen Alien-Spiele eher so ein bisschen mau. Also, Alien Isolation sticht da schon wirklich immens raus. War das nicht bockschwer? Es war bockschwer. Wie alle Mega Drive-Spiele waren die Dinger bockschwer halt irgendwie. Du konntest auch nicht speichern, hast irgendwann ein Passwort gekriegt, wenn du das neueste Level erreicht hast irgendwie und dann wartet. Ja? Also ähnlich wie hier. So, soll ich jetzt hier runter oder was? Okay, alles klar, ich schnell mich an. Ich kann dir auch nicht sagen, ob ich das geschafft habe. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft, aber man hat durchgebissen. Man hat wirklich durchgebissen. So, ey, wat, wo soll ich jetzt hin? Da runter? Ich spinnt hier? Ey, so eine Seilwinde, die ja schon seit wie es ich wann steht. Ach, komm mal auf, Alter. Ich kann leider nicht nach unten schauen. Ich würde gerne nach unten schauen. Geht aber nicht. Es gibt noch drei Alien-Hörspiele, die sind sehr geil irgendwie, ja. Irgendwie Wüste des Todes, irgendwie, Tralla ist, glaube ich, der zweite Fluss des Todes oder so. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Ich habe die alle dreimal gehört. Ich hab's, glaube ich, bei Audible, ne? Oh mein Gott. Ach du Schande. Ah, und da haben wir die ganzen Alien-Eier. Und ihr fummelt da schon rum, ihr Idioten. Geht doch da weg. Man fasst das doch nicht an. Überraschungseier, absolut, aber man muss auch vorher schütteln, fieser Wicht. Ja? Und in jedem siebten Ei, weißt du, wer ist das denn Hippie Hippo drin, Alter? Ah, ey. Warum gehen die auch da? Also, jetzt mal, der normale Menschenverstand sagt doch einfach irgendwie, wenn da irgendwie so ein glitschiges, ekelhaftes Ding ist, irgendwie. Geh doch nicht so mit dem Kopf ran. Oder ditch doch nicht darauf rum. Also, könnte ich mir aufregen. Gleich Backpfeifen verteilen hier. Aus dem Schatten in den Fluss des Todes und Wüste des Grauens. Absolut richtig, ja. Ja, schön, genau. Ja, wühl da drin rum. Boah, sieht das eklig aus. Und das sind die sogenannten Facehugger. Ja. Das Fiese bei den Aliens ist, irgendwie, solltet ihr die Aliens noch nicht kennen, irgendwie, die haben als Säure, als Blutsäure, ja, was das natürlich noch beschissener macht, die Viecher zu töten, irgendwie. In den Evolutionsstadien ist das quasi so, irgendwie, alles. Das Alien schlüpft Schiff? Aus diesem wenn Ei. Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, dann wie lautet so ein Facehugger, für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, Sicht, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlo. Und drückt dir so ein Ei rein. Na gut, Sie wissen ja, Hashtag wo ich 18. Bin. Wait, meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Okay. Plan B. Bereithalten. Ist hier? Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Nein, hab da was, was Sie brauchen könnten.
Ja, Facehugger setzen hier quasi so ein Ei ein irgendwie. Dann wirst du irgendwo festgeklebt. Irgendwie wahrscheinlich von den großen Alien, von den Warrior Aliens. Und dann bricht irgendwann hier so ein kleines Alien raus. Das ist quasi der Lebenszyklus dieses Aliens irgendwie. Zu Anfang von Sharona-Zeit irgendwie habe ich auch im Internet gesehen, irgendwie es gab Gesichtsmasken so als Facehugger. Das war mal eklig, Alter. Das war so ein Facehugger hier komplett um. So, ich hatte ja vorhin nochmal gesagt, dieser Schauspieler hier. Take a look at this wonderful face. Dave, bei dir müsste das eigentlich klingeln jetzt. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Aus Alien 3 ist der Typ. Und zwar ist er der mit dem Low IQ. Das ist der Typ, kenne leider, komme auf den Namen leider nicht irgendwie, aber der halt quasi dem Chef immer nachgequatscht hat. Den alle immer verarscht haben, weil er halt so einen flachen IQ hatte. Erkennt er? Ja, schau ruhig weg, Marshall. So, alles klar. William Hope? William Hope, meinst du Fieserwicht? Also tatsächlich weiß ich nicht, wie er heißt. Mir ist er jetzt bloß vom Gesicht her irgendwie in Erinnerung getreten. So, nochmal einmal speichern für Martin. Aus Respekt. So, okay, alles klar. Was sollen wir jetzt tun? Sammeln Sie den Flammenwerfer ein. Na, Hallöchen. Das ist doch mein Auftrag. Wo ist er? Flammenwerfer. Nee, ich möchte jetzt den Flammenwerfer haben. Komm, lesen mal schnell. Endlich. Ja, endlich, ey, genau. So, erste Falle beseitigt. Waits, eine Falle ist aus dem Weg. Die Kreatur hat Sprengkörper im Habitatturm ausgelöst. Ich höre Berichte über Schaden an den Docks im Raumfahrerterminal. Wir haben sie nicht mal angekratzt. In San Cristobal herrscht Aktivität. Vielleicht ist sie zurück. Finden Sie einen Weg in den Transit zum SkyMid-Turm? Hoffentlich sind die Sensoren in den Rezeptionen der Krankenstation noch online. Haftnotiz. So, Zelle 2, Marley, Henry, Verbrechen, Status, unbefristete Inhaftierung, wunderbar. Tanaka Mike wurde ebenfalls inhaftiert, Ausnüchterung in Zelle, über Nacht, mit Verwarnung entlassen. Nix. Und Zelle 3 ist Weber Robert, Verbrechen, häuslicher Zwischenfall. Entlassen wegen stationsweiten Sicherheitsverstoß. Nein, ich wollte noch den Rest angucken. So, haben wir noch ein Audio? Nö, Zubehör auch nicht mehr. So, give me the flamethrower. Wo ist es? Die Kinder haben es aus einem Kaugummi-Automaten. So, zack. Echt jetzt? Moment. Dann ist er hier drin. Oder was? Ist bescheuert? Ich bin manchmal so ein bisschen... Echt jetzt? Leute, ey. Ich bin manchmal so ein bisschen Orientierungshirni. Und, ja. Also seht's mir nach, irgendwie, wenn ich manchmal den Weg nicht unbedingt so hundertprozentig finde, wie er sein sollte. Ach, da. Hallo, Schönheit. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Schön, immer Ressourcen in den kräftigen Kram stopfen. Ja, machen wir. Inventar voll. So, schauen wir mal. Das Problem ist, dass ich irgendwann nicht mehr bauen kann, irgendwie. So, genau. Hier können wir auf die MP-Mine. Blendgranate kann ich nie bauen. Rauchgranate kann ich nur noch. Ja, Rauchgranate kann man noch machen. Und wir können doch gleich die mit den neuesten Sachen vollstopfen. Wunderbar. Wunderbar. So, Rest eingepackt. Können wir da noch. Und hier haben wir auch noch alle mitgenommen. Schön. Sehr schön, noch eine Mine gebaut. So, weil wir können nämlich die ganzen Sachen, die wir jetzt überall finden, können wir halt nur bedingt in Masse mitnehmen. Ihr seht es dort drüben an der linken Seite. Und wir müssen daraus immer irgendwelche Sachen basteln. So craften.
Und Dave hatte mir schon den guten Tipp gegeben, irgendwie immer tatsächlich in die Sachen, selbst wenn wir sie noch nicht komplett bauen können, wenn halt ein Element fehlt, die anderen schon zu bestücken, weil dann können wir wieder hier vorne mehr mitnehmen. Ja, das mache ich kurz mal, damit wir tatsächlich wieder ein bisschen mehr Platz haben. Okay, alles klar. Ich habe einen Plan, es einzufangen. Du Nehmen hast Sie Plan. Den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Na klar. Ich werde von hier aus alles überwachen. Alles klar. Auf zum Systec-Turm. So, wir jagen jetzt eh oder was? Ist das euer Ernst? Schwips. So, einfangen. Lebendig. Klar, natürlich. Das ist... Hat auch schon vorher immer so super geklappt. Kann ich eigentlich hier zu ihr mal rein? Ja, Tür ist offen. Ah, ich sag mal. So, beschlagnahmt. Munition, Waffen, LVL, Plasmaschere. Oh, die hat er unbefugt gehabt. Hat eine Schere bei ihr gehabt. Wait, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben. Oh, das ist geil und aus. Niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben, aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Alles klar. Auf geht's, yeah. So, na jetzt werden wir auf jeden Fall auf die Fresse kriegen irgendwie. Also wenn wir jetzt das Alien jagen müssen, oder in eine Falle jagen müssen, ey, sorry. Jeder, der die Alien-Filme kennt oder jeder, der überhaupt schon mal irgendwie was von dem Alien gehört hat, weiß, dass Alien ist einfach krasser, schneller, stärker, besser und einfach ein abgefuckt krasser Killer. Und wir sind einfach nur ein Lappen. Gesteuert von einem Lappen. Also, da machen wir uns nicht vor. Das wird schnell gehen. Das wird schnell gehen. Ripley, sind Sie auf dem Weg? Ja. Ja. Ricardo geht vor Ihnen da rein. Ich habe Ihren Samuels-Typen zur Androidenabfertigung geschickt. Sobald das Teil tot ist, werde ich ihm Zugriff auf Apollo geben und die Abregelung aufheben. Schafft Samuels das? Er hat gesagt, er wolle helfen und ich habe hier meine Hände voll. Außerdem ist er ein Synthet. Sollte leichter für ihn sein, da reinzukommen. Vermutlich. Ripley, wir sind das Einzige, was zwischen Sevastopol und einer absoluten Katastrophe steht. Die absolute Katastrophe hat bereits stattgefunden, Wade. Jetzt bleibt uns nichts, als das Scheißteil zu töten. Ja, genau. Ist auch eine Biowaffe hocheffizient gezüchtet. Absolut. Ist sie. Na, ist in den... Oh, noch hier noch eine Zahnpasta mitnehmen. Ist tatsächlich in dem ersten Film noch nicht so wirklich klar. Wird halt auch erst in den späteren Filmen wie Prometheus und, wie hieß denn der danach kam? Ich hab den nur so hier. Prometheus war dunkle Zeichen, war? Wie hieß denn der danach? Der noch kam. Der Film. Da vorne muss man hin. Covenant. Da wird es halt ein bisschen entmystifiziert, irgendwie so ein bisschen. Aber da ist genau nämlich das, was Dave nämlich sagt, irgendwie, dass das halt tatsächlich etwas gezüchtet ist. Hochgezüchtet. Ja, und sehr effizient, tatsächlich. Und ja, Junge, naja, da anderthalb Stunden möchte ich jetzt auch mal wieder ein Alien sehen. Ja, na klar, ne? Das ist halt einfach. Manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen, wa? Ach, Mann. Habt ihr denn ja kein Mitleid mit mir? Ich hab mich schon so gefreut, irgendwie, dass das hier tatsächlich. Vielleicht mal irgendwie eine Spielsession ist, ohne ständig hier von so einem außerirdischen Monster hier angesetzt zu werden. Aber nein! 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 So, okay, hier müssen wir rein. Schau, ihr habt ja so gewollt. Toll. Mist. Flammenwerfer. So, ihr könnt wetten, der ist so schnell alle. Nice, aber sieht schon geil aus. Sieht schon geil aus. Kann man nicht anders sagen. Kommt noch mehr als genug eh noch. Och Dave, ich dachte jetzt so, hey, wir kommen zum Ende des Spiels jetzt. Da kommt noch mehr als genug. Mann. Könnte auch von Benny stammen.
Ja, aber so ein bisschen Hulk auch schon mehr Bock auf der Idee. Bin aber lange nicht mehr gestorben. Von daher. So, alles klar. So, dann switchen wir jetzt also zum anderen Teil von Sebastopol. Und suchen jetzt den wahrscheinlich tödlichsten Organismus im ganzen Universum. Ich bin eigentlich der Einzige, der das für eine dumme Idee hält. Kann dir sagen, wie lange das Spiel einfach noch geht. Oder einfach überraschen lassen. Nee, alle Typen, Dave, irgendwie nicht. Brauchst du, ansonsten bin ich nur komplett entgeistert und demotiviert. Sagt, nö, geht noch drei Wochen. Gatling Gun wäre besser. Nee, tatsächlich nicht irgendwie. Hat sich ja auch schon in den Alien-Filmen gezeigt irgendwie, dass die Gatling Gun nicht wirklich effizient ist gegen die Viecher. Flammenwerfer. Einfach immer nur Flammenwerfer. 120 Stunden danach wird das einem Open World wie Skyrim. Ja. Schön. Dann werde ich mal schnell den Fußruder jetzt irgendwie irgendwo versuchen zu lernen. Und hoffen, dass mir keiner einen Pfeil ins Knie schießt. So, okay, alles klar. So, die Lobby. Begeben sich zum Server-Hub. Okay, dann schauen wir mal. Oben im Schacht? Was? Oben im Schacht? War irgendwas im Schacht gerade? Hab ich was übersehen? Oder was meinst du? Ach so, ja. Tatsächlich hat sich das Alien im Schacht bewegt. Also man hört es tatsächlich, wenn es draußen ist, hörst du so einen massiven Fußritt. Na? Und so ist er quasi im Schacht unterwegs und kann damit überall plötzlich erscheinen. Je nachdem, wo du Lärm machst oder wo andere Lärm machen. Es kann also überall aufkreuzen. Hier eigentlich Bahn! Was zum Ficklappen, Alter? Was ist nur schon... Warum brennt denn schon wieder alles? Warum ist denn die Scheiße schon wieder so schnell durch den Ventilator geflogen? Mann, man hätte doch... Also Leute, wirklich, was ist... Am nächstgelegenen Brandschutzsammelpunkt. Willst du mich verarschen? Denn... Was ist los? Er sagt, ich soll zum Brandschutzpunkt gehen irgendwie? Zum... Lass mich doch in Ruhe! Dann greift er mich an? Hau ab! Oh, schön, Sackgasse. Wunderbar, wunderbar. Das ist doch was Feines. So, wo ist der Knecht? Wo muss ich hin? Wo muss ich denn hin? Ach, ist der Ciao. Ist der Ciao. Schön. So, gut. Was, war das eine Mine oder was? Feuerlöschanlage. Okay. Ist der noch aktiv, der Zerandroid, oder ist der jetzt... Tschüssikowski. So. Ist das hier? Nee. Jetzt naht. Das hier vielleicht? So. Ah, er bringt sich persönlich zum Sammelpunkt. Ja, Teile von dir. Barbecue. Barbecue gone wrong, ja, genau. Sehr schön. So, einfach schau. Dann möchte ich doch hier lieber schön den C64 wieder anmachen und loslegen. Mann. So, sagt mir bitte, dass ihr euch ebenfalls irgendwie erschrocken habt. Kann ja jetzt nicht der Einzige gewesen sein. Also Dave, du wahrscheinlich nicht. Du wirst wahrscheinlich blind wissen, wo das hier in dem Spiel Wait, weitergeht. Was ist los mit dieser Station? Aber ich hoffe, die anderen haben sich ein bisschen wenigstens erschrocken. So, alles klar. Gerät gebastelt. So. Nochmal schnell hier hin und her switchen. Boom. Wunderbar. Haben wir. Hauptkarte. Geräusch. Können wir auch noch nicht machen. Schade eigentlich. Okay, alles klar. Flammenwerfer wollen wir noch haben.
so eine... Ach nee, ich dachte, er zuckt noch mit dem Bein. Aber es war tatsächlich durch das Wasser. Cool gemacht. Aber cool gemacht. Vielleicht voll Ahnung. Och, nee. Dave, ich könnte wetten, du hast wahrscheinlich schon einfach seit 5 Minuten gegrinst, weil du wusstest, was kommt, wa? Okay, hier vorne sind wieder menschliche Gegner. Das ist wahrscheinlich über mir, ne? Wir werden bald schlafen müssen. Ich pack das nicht viel länger. Schön verstecken. So, wir müssen... Aber wir kommen hier nicht durch. Meine Gesichtsmuskeln waren eventuell leicht in beide Richtungen verschoben. Ja. Schön. So, meine Gesichtsphysiognomie lässt das schon seit 1,5 Stunden nicht mehr zu. Lächeln. Das wird doch total überbewertet. Okay. Dann versuche ich mich mal hier vorbei zu sneaken. You don't see me. Ich bin unsichtbar. Ich bin Batman. Und hier komme ich nicht rein. Das ist blöd. Das ist nicht gut. Alt. Achso, ich glaube noch immer, dass wir mehr Vorräte brauchen. Waffen, Nahrung, wo immer wir das finden können. Da vorne komme ich auch nicht vorbei. Ich könnte. Wir könnten knüppeln. Oder was sagt er? Wollen wir knüppeln? Wir knüppeln. Das war deine Idee, nicht meine. Ah, streitet euch. Station ist wie ein Friedhof, oder? Ja, man stellt sich mal diese Situation in so einem Real Life vor, so wie es hockst halt hinterm Sofa, so überhaupt total scheiße versteckt irgendwie so. Ja, wird schon keiner sehen. Sie hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind, das fühlt sich einfach so falsch an. Echt? Was habt ihr gemacht? Die Menschen Fleisch gegessen? Ist da drüben gerade was explodiert? Was ist das? Ja. Die Kreatur ist in der Nähe. Hätte ich das jetzt nicht machen sollen? Oh! Oh, das war ein Verbündeter? Das war mir nicht bewusst. Das wusste ich jetzt nicht. Okay, hätte ich eigentlich so einen Eiertanz machen müssen. Wahrscheinlich haben die mich auch gesehen, haben mich schon gewundert, warum sehen die mich nicht? So, okay, jetzt könnte ich mir natürlich überlegen, soll ich jetzt wirklich tatsächlich die Falle auslösen? Oh, warte mal, könnte ich nicht hoch. Was ist denn los hier? Warum humpelt der so? Kann ich. Ah, hier baut ein Plasmaschneider. Muss ein Käse. So, töte mehr Menschen als das eh. Challenge accepted. So, hier geht's nicht drin. Oder? Muss ich's auslösen? Eigentlich nicht, wa, oder? Nö, ich mach's erstmal nicht. Vielleicht kann ich ja das eh nachher dahin locken. Hallo, Freunde! Na? Ich bin froh, dass ich euch gefunden habe. Ja, ich seid mir auch sofort als Freunde. Hauen wir ab. Aufgefallen. Wie, was? Sag mal, was? Warum klingt das, als hätte ich irgendwie jetzt. Als würde ich jetzt hier irgendwie 6 Ölkanister mit mir rumtragen? Achso, ist ja. Ach, ist ja der Flammenwerfer oder was? Das ist ja krass, dann hat ja auch noch so einen Sound. Das ist ja das erste Mal, dass ich bei einem Spiel irgendwie höre, dass beim. Dass egal was du für eine Waffe trägst, irgendwie, dass der Laufsound sich dadurch verändert. Das ist ja. Das ist ja krass. Und die Dinger sind nicht wieder belegt worden. Auch eigentlich eine coole Sache, aber auch irgendwie scheiße. So, okay, gut. Die Kreatur ist hier. Sie müssen hier verschwinden. Wo sollen wir denn jetzt noch hin? Das Einkaufszentrum beim Marshall-Büro ist der sicherste Ort. Okay, okay. Verfatz dich schnell. Er kann nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden. Ja, ich sehe alles nur noch durch den roten Schleier der Wucht irgendwie. Dieser Wahnsinn hat mich erfasst irgendwie. Bin nur noch aufs reine Überleben aus. Wer nicht bei 3 auf der Bäume ist.
Hashtag ab 18. Okay. So, also, wir kommen hier vorne nicht rein. Wir können höchstens probieren, tatsächlich hier hinten lang zu laufen und da vielleicht irgendwie die Biege zu kriegen. Machen wir mal. Bin auch mal oben lang. Ich kürze. Noch ein bisschen Schrott mitnehmen. Ist unten vielleicht noch einer drinne? Müssen wir tatsächlich hier so Leute für eine Kreatur? Wie sollen wir sie einsperren? Der Turm wurde dazu entworfen, hochwertige aus dem Gasriesen gewonnene Verbindungen zu verarbeiten. Vorkehrungen zum Schutz vor Piraterie bestehen weiter. Der Turm kann abgesperrt werden. Lüftungsschächte, Türen, alles. Sie bauen quasi einen Käfig um die Kreatur und Ricardo verriegelt ihn. Aha. Sollen wir eine Crew zusammenstellen jetzt irgendwie, dass wir jetzt lauter Leute finden, die uns denn als, ja, weiß ich nicht, irgendwie als Armee dienen, so als, ins South Park hieß es, glaube ich, als Projekt menschlicher Schutzschild? Ja, mal eins, wie sie sagt. Oder ist das einfach so random, hier, komm, geh mal weg. Komm, bring dich schnell in Sicherheit. Who knows? Wir schauen mal. So, Kanonenfutter. Ja, absolut Wieserwicht. Kennt ihr noch das Spiel Cannonfutter? Wo wir gerade dabei sind? Auch legendär gewesen, das Ding. Vom Amiga. Oh, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. So, okay, alles klar. Cannonfutter. Beste. Begeben Sie sich zum Server. Da müssen wir hin. Das ist der Weg. Hier komme ich. Okay, alles klar. So. Machen wir. Aber vorher speichern wir nochmal schnell. Bevor ich hier wieder in irgendwelche Fallen trete. Konnte man die Falle eigentlich sehen da vorhin? Also hätte man die entschärfen können so, ja? Oh, North and South, ey. Och, das war ja auch geil. Sinnlose Anfragen. Könnte auch der Untertitel meines Lebens sein. Den Leuten hier wurde schon gesagt, dass Sevastopol reif für die Schrotthalde ist, oder? Ich habe gerade eine Nachricht von Allison und der Saxon-Buchhaltung erhalten. Kann der Händetrockner in der Toilette repariert werden? Kann mal gar nichts. Das nächste Mal, wenn so eine überflüssige Anfrage reinkommt, wird sie sofort zurückgeschickt. Wir sind dabei, die Situation, die Station auseinanderzunehmen, nicht zusammenzuflicken. Ja. Hardware-Problem. Serviceanfrage, Referenz, blablabla, Kategorie, Hardware-Problem. Titel, keine Nachrichten empfangen. Details, ich erwarte eine Bestellung von außerhalb der Station, die bereits eingetroffen sein sollte. Normalerweise erhalte ich mehrere pro Woche, aber diesmal sind es gar keine. Kann jemand meine Kommunikationseinheit überprüfen? Ich kann mir keine Einnahmeverluste leisten. Ja, wenn natürlich Bestellungen von außerhalb flöten gegangen sind, dann wird das wahrscheinlich gerade Martin sein, der bei Death Stranding mit so einem Paket hinten irgendwie auf dem Rücken rumläuft und ständig Eisen verliert. Hashtag Martin spielt Death Stranding. So. Fehler. Vorposten, Fortschritt. Ein Vorposten des Fortschritts. Julia, eine ungewisse Zukunft. Sixen versucht, seine Verluste zu minimieren und hat Sevastopol aufgegeben. Ein weiteres Zeichen für die Ausgabenkürzung im ganzen Sektor. An manchen Tagen hat man das Gefühl, als würde allein der Firmenstolz die Station im Orbit von KG-348 halten. Wenn man heute auf der Station lebt, wird einem schnell klar, dass Sixen mit den eigenen Investitionen und denen der Bank wie Geofund Investors wild spekuliert hat. Für den undurchdachten Aufbruch zur Kolonialisierung des Weltraums, die Anmaßung und Überexpansion müssten unsere zweitrangigen Unternehmen einen hohen Preis zahlen. Welland Yutani übersteht diese Umwälzung dank seiner enormen finanziellen und technologischen Stärke. Seine Gegner fallen dagegen zurück. Doch selbst die Firma hört Sturmglocken beim Anblick dieser verfallenen Orbit-Außenposten. Weyland Yutani anhaltende Investitionen in Terraforming-Technologien erscheinen mehr und mehr als gerissener Schachzug, während eine weitere Ferne immer mehr
während in weiter Ferne immer mehr Lichter ausgehen. Ja. Ja, Weyland Yutani war ja natürlich irgendwann einer der mächtigsten Firmen irgendwie in diesem ganzen Ehen-Universum. Türkontrolle. Tür öffne. Mikado schließt die Abriegelung ab. Sie müssen alle Sicherheitstüren und das Treppenhaus schließen. Dann den Vorratsspeicher, Wartungszugang und die Server-Hub-Rezeption. Erstatten Sie unterwegs Bericht.